Hallo, mein Name ist Paul Seipelt, ich studiere an der DRBW Heilbronn, BWL Dienstleistungsmanagement Consulting and Sales und mein dualer Partner ist die Albert Berner Deutschland GmbH in Künzelsau. Ich studiere an der DRBW Heilbronn, weil ich vor allem später im Vertrieb arbeiten möchte und sehr viel mit Kunden zusammenarbeiten möchte. Wenn ich später einmal an meine Studienzeit zurückdenken werde, werde ich vor allem an die sehr praxisorientierten, lehrreichen Vorlesungen denken, wodurch wir immer einen Bezug in die direkte Arbeitswelt haben, aber natürlich auch an den modernen Lehrcampus, den wir hier in Heilbronn an der DRBW haben. Durch unseren Studiengang zur Vertiefung Consulting and Sales gefallen mir vor allem die Studienfächer Kundengewinnung, Projektakquise sowie Projektmanagement sehr gut. Hierbei lernen wir im professionellen Umgang mit Kunden, gleichzeitig die Einführung und Durchführung von Projekten, aber natürlich auch das typische Konsumverhalten in einer Gesellschaft sehr gut kennen. In Heilbronn gibt es zahlreiche Freizeitaktivitäten. Neben Spaziergängen in den Weingärten kann man hier natürlich auch Fußball oder Squash spielen, gleichzeitig aber auch Go-Kart fahren gehen. Unsere Studienvertretung der DRBW organisiert zudem gemeinsame Abende, wo es darum geht, eine Gemeinschaft unter den Studierenden aufzubauen. Dazu organisiert die STUB verschiedene Turniere wie Fußball-, Volleyball- und Handballturniere, wobei auch natürlich für den Sportmanagement Cup, der deutschlandweit stattfindet, trainiert wird, wo auch wir ein Teil davon sind. Mein Studentenalltag unterscheidet sich natürlich je nach Praxisphase und Theoriephase. Während ich in der Praxisphase für meinen dualen Partner arbeite, ist es so, dass ich in der Theoriephase vormittags und nachmittags eine Vorlesung habe. Mittags gehen wir uns zusammen mit Freunden in die Mensa essen, die auch wirklich sehr lecker ist. Und nachmittags ist es dann oftmals so, dass wir noch hier bleiben oder in die Lift gehen, unsere Bibliothek, Sachen nacharbeiten von dem Tag oder uns aber auch schon vorbereiten auf die Klausuren, die natürlich anstehen. Und abends lassen wir meistens den Abend ausklingen, indem wir noch in die Innenstadt gehen und gehen zusammen essen oder was Kleines trinken. Ein Lieblingsort zum Feiern in Heilbronn habe ich ehrlich gesagt gar nicht. Es gibt mehrere schöne Orte, wie zum Beispiel das Mobilat, was wir haben, oder das Kaisers, was im 5. Stock ist, wobei wir einen sehr schönen Ausblick über die Weinberge und über die Stadt haben. Gleichzeitig haben wir natürlich aber auch das alljährliche Winterdorf, was immer zur Weihnachtszeit eröffnet, oder eben Feste wie das Frühlingsfest oder das Waldfest. Mein Lieblingsort auf dem ganzen Campus ist natürlich die LIV, unsere Bibliothek. Geordnet nach Stöcken kann man sich aussuchen, bei welcher Umgebungslautstärke man hier lernen möchte. Ganz klar für mich ist aber natürlich auch der gesamte Platz, den wir hier haben, der vor allem im Sommer und im Frühling einfach zum Verweilen einlädt, wo man mit Freunden entspannen kann und einfach quatschen kann.